Ja, liebe Leute, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, besonders die Vertreter und Mitglieder des Bundestages, des Landtages, des Bezirkstages natürlich, die Mitglieder, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, die Vorstandschaft mit dem Ehrenvorsitzenden Alfons Döser, Ehrenvorsitzender vom Wirtschaftlichen Verband und natürlich die Anna Birklein, unsere Miss Herbstfest. 1047 Tage haben wir jetzt warten müssen. Und heute ist soweit. Herzlich willkommen zum Wiesnauftakt 2022. Und der als letzter redet, hat die dankbare Aufgabe, dass er bei der Begrüßung nichts mehr verkehrt machen kann, und die undankbare Situation, dass er zwischen der Rede und der ersten Maß Bier steht. Und darum fasse ich mich kurz. Aber ein paar Sachen möchte ich einfach sagen. 2020 war zwar für mich persönlich doch ein recht erfolgreiches Jahr, aber 2020 und 2021 waren dann doch für uns alle, ich würde mal sagen, emotionale Dürrejahre. Wir haben keine fünfte Jahreszeit gehabt, wir haben kein freundliches Beisammensein gehabt, wir haben nicht zusammenrücken können, wir sind zusammengeruckt, wie man auf Bayerisch sagt. Und es war Kontaktsperren und Ausgangssperren und nichts mit gemütlich zusammen sein. Wir haben uns Sorgen gemacht um unsere Gesundheit, um unsere eigene Gesundheit, die von Familien, die von Freunden und Angehörigen. Und auch jetzt ist es noch nicht so selbstverständlich, dass wir das alles wieder ausleben dürfen, was unsere Tradition, was unsere Heimat ausmacht, weil ja die Krisen noch nicht vorbei sind. Corona gibt es immer noch, 1200 Kilometer weiter weg, ist mitten in Europa, halbe noch Krieg, grausam. Und ich bin sicher, dass an die Biertisch auch die Energiepreise diskutiert werden. Es ist noch nicht alles ausgestanden. Aber Wirtschaftliche Verband und Stadt Rosenheim haben uns trotzdem entschieden, dass wir nicht nur das Herbstfest durchführen, sondern wir haben der Überzeugung, dass das Herbstfest braucht und gerade in so einer Zeit. Und dass wir uns das verdient haben, noch fast 3 Jahre Durststrecke im buchstäblichen Sinn des Wortes, weil die Leute und wir alle einfach einmal 16 Tage lang die Alltagssorgen vergessen wollen und das in den Hintergrund rückt vor den, was auf der Welt sonst so los ist. Und deshalb wollen wir, dass wir ein Herbstfest wieder haben, wie es nur in Rosenheim gibt. Mit Gemütlichkeit, mit Gaudi, mit Freundlichkeit, Weltoffenheit, Tradition. Die schönen Trachten, die haben schon gesprochen worden. Und darum möchte ich mich beim Wirtschaftlichen Verband ganz herzlich bedanken, mit dem Reinhold Frey an der Spitze, mit den zuständigen Vorständen Maxi Wierndl und Tobias Tomczyk, dem Ehrenvorstand Hermann Tomczyk, dem Cheforganisator Klaus Hertreiter mit seinem Team für den Mut und für die Risikobereitschaft, dass man in den unsicheren Zeiten sowas plant und sowas auch durchführt. Ich möchte mich bei der Polizeiinspektion Rosenheim bedanken, weil die dafür sorgen, dass wir sichere Wiesen haben. Ich weiß, ihr leistet da einen Beitrag. Ich möchte mich bei allen Sicherheits- und Rettungskräften bedanken, bei unserer Feuerwehr, bei den Maltesern, beim Roten Kreuz, beim THW. Für das Sicherheitskonzept, da können wir dann ganz beruhigt auf dem Herbstfest sein. Mein Baubetriebshof, der dafür sorgt, dass wir saubere Wiesen haben, und natürlich bei den insgesamt 70 Betrieben, die seit 2020 so feststrengen und endlich heute so weit sind, dass dieses Herbstfest gestalten können. Und ich möchte an das anschließen am Schluss, was mein Kollege, der Otto Lederer, gesagt hat. Ein ganz besonderer Dank und meine Mittrauer gilt natürlich auch unserer Brauereifamilie Stegmüller. Und Otto, ich glaube, du hast das richtig gesagt, auch wenn der Verlust nicht zu schließen ist und diese Lücke, die unsere Martha Stegmüller hinterlässt, nicht zu schließen ist. Ich glaube, ihr Wunsch wäre auch, eine wunderbare Wiesn, ein wunderbares Herbstfest zu feiern, so wie wir es gewohnt sind. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen im Namen der Stadt, euch allen, den beiden Brauereien, den Festwirten, den Schaustellern, allen Gästen, den Einheimischen und Auswärtigen, dass wir ein friedliches, ein gesundes, ein erfolgreiches Herbstfest haben, mit hoffentlich anhaltendem schönen Spätsommerwetter, so wie wir es jetzt die letzten Tage gehabt haben. Heute, glaube ich, passt es auch ganz gut. Es gibt jetzt noch eine Fanfare, dann gibt es 3 Böllerschüsse, nicht der Schrecker. Und dann darf ich ganz offiziell das Rosenheimer Herbstfest 2022 für eröffnet erklären. Dankeschön.